Wir befinden uns hier bei den Röben Tonbaustoffen in Quernstede. Röben besitzt insgesamt 15 Werke, davon 7 in Deutschland, 5 in den USA und 3 in Polen. Hier an diesem Standort werden Klinker und Fertigteile produziert. Die Produktion eines Klinkers schauen wir uns jetzt an. Der benötigte Rohstoff ist ein Gemisch aus Tonerde, Quarz und verschiedenen anderen Mineralien. Er entstand vor Millionen Jahren aus den Rückständen der Verwitterung unterschiedlicher Gesteine. In der werkseigenen Tongrube steht der Ton in einer Mächtigkeit von 40 bis 50 Metern Tiefe an. Obwohl in Quernstede jährlich ca. 450.000 Tonnen Ton abgebaut werden, reichen die Tonvorkommen noch mindestens 100 Jahre. Aus Mischungsgründen wird er zunächst in dünnen Schichten über eine lange Strecke abgeschabt und schließlich mit einem Bagger über Beschicker auf einem Förderband gebracht, welches zur Produktion führt. Vor seiner Weiterverarbeitung wird der Ton in verschiedenen Anlagen aufbereitet. Nach Zugabe von qualitätsverbessernden Zuschlagstoffen, wie zum Beispiel Sand- und Ziegelmehl, und Fremdtonen wird er im sogenannten Kollergang, einer Zerkleinerungsmaschine, von schweren Läuferweizen auf einer Mahlbahn zerdrückt. Dabei werden Fremdkörper, wie zum Beispiel Steine und Wurzeln, zerkleinert. Im anschließenden Walzwerk wird der Rohstoff dann auf die gewünschte Korngröße von ca. 0,5 mm gebracht, um Kalkeinschlüsse zu zerstören. Vom Siebrundbeschicker wird das Tonsandgemisch über Förderanlagen zum Sumpfhaus transportiert. Sowohl das Einfüllen als auch das Ausbaggern des Tons erfolgt in unterschiedlichen Richtungen. Vor allem durch den diagonal verlaufenden, dünnschichtigen Abbau wird er noch einmal sehr gründlich gemischt. Am Ende des Sumpfbeckens führt eine Treppe abwärts in die Presshalle. In der Strangpresse wird der Ton entlüftet und über eine Schneckenwelle, nach Prinzip des Fleischwolfs, durch ein Mundstück zu einem Tonstrang geformt. Der frisch gepresste Tonstrang erhält anschließend durch Sandbestrahlung einen unterschiedlichen Farbton. Ein Abschneider trennt den bearbeiteten Tonstrang anschließend in 1,5 Meter lange Stücke. Diese Tonstrangstücke laufen über Transportbänder in die Abschneideharfe, wo der Strang in die genormten Steinformate aufgeteilt wird. Die Einzelsteine werden jetzt automatisch auf Metalllatten gesetzt und dabei gleichzeitig für den nachfolgenden Trocknungsprozess gefächert. Ebenfalls maschinell werden die einzelnen Steinlagen in den Senkrechtförderer gestapelt und den Trocknungsanlagen zugeführt. Hier werden die Steine getrocknet, das heißt, der zur Verformung notwendige Wassergehalt von ca. 21% wird vor dem Brennen auf ca. 1% reduziert. Anschließend werden sie durch eine Setzmaschine auf die Ofenwaagen gesetzt. Das ausgeklügelte Setzschema ist ganz entscheidend für den anschließenden Brand, weil die Steine möglichst gleichmäßig befeuert werden müssen. Der Weg über die Decke der Trockenanlage führt sie nun vorbei an der Messwarte auf die Decke des Tunnelofens. Im 165 Meter langen Tunnelofen, den ständig 55 Wagen in einer Gesamtdurchlaufzeit von ca. 78 Stunden durchfahren, geschieht Folgendes. Zunächst durchlaufen die Ziegelrohlinge die Vorwärmzone, wo der Ton bereits im Bereich von 200 bis 700 Grad das noch chemisch gebundene Wasser verliert und ein Ausbrennen von Pflanzenresten beginnt. Im Hauptfeuer findet bei 1100 Grad der sogenannte Garbrand statt. Über 140 Brenner wird hier Erdgas und Sauerstoff gleichmäßig eingeblasen. Im Garbrand verschmelzen die Tonbestandteile unlöslich miteinander zu Backstein. Dabei entsteht die dauerhafte Farbe. Überwacht wird das Verfahren über mehrere Monitore aus einem Raum über dem Tunnelofen. In der anschließenden Abkühlzone werden die rotglühenden Steine durch einströmende Kaltluft abgekühlt und verlassen dann 78 Stunden nach Einfahrt den Ofen als fertig gebrannte Verblender.
Die noch handwarmen Steine werden jetzt automatisch von dem Ofenwagen abgeladen und auf Laufketten gesetzt. Ganz zum Schluss kommt einer der wenigen Produktionsabläufe, für die es keine Maschine gibt, das Sortieren. Mit Adleraugen prüfen Sortierer jeden Stein, sondern fehlerhafte Stücke aus und teilen die einwandfreie Verblender je nach Farbauswahl in erste und zweite Wahl ein. Jetzt können die sortierten Steine auf Holzpaletten gestapelt werden. Hierbei unterscheidet man zwischen dem Normalformat, welches eine Größe von 240 x 115 x 71 mm hat, und dem Dünnformat, wobei es sich um eine Größe von 240 x 115 x 52 mm handelt. Jeweils werden 576 Stück im Dünnformat bzw. 416 Stück im Normalformat auf eine Palette gesetzt. Zum Schluss werden die Klinker für den Transport zur Baustelle oder zum Baustoffhandel in Folie eingeschrumpft. Die fertigen Pakete werden von Gabelstaplern direkt auf LKWs verladen oder vorübergehend auf dem 20.000 Quadratmeter großen Lagerplatz gestapelt.